Hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Transport Fever. Ich grüße euch, schön, dass ihr den Weg wieder hergefunden habt. Wir haben jetzt gerade mal so ein bisschen was einleiten lassen. Das dauert jetzt auch gemütlich seine Zeit. Und wir wollen allerdings von hier, von Lampe, wollen wir heute mal einen neuen Flieger basteln. Und zwar einen Flieger, der Langstrecken gerne hat. Und in dem Fall muss ich überlegen, was mag ein solcher Flieger denn ganz gerne? Und zwar von Lampe aus. Der startet im Prinzip so raus, oder? Ne, der startet hinten rum raus, das macht nichts. Der kommt da vorne rum rein. Das möchte ich jetzt gucken, dass wir hier einen Flieger nehmen, der nach Möglichkeit irgendwo hingeht, wo bisher noch nicht viel los ist. Einfach, um das nochmal anzuschießen. Und da fällt mir eigentlich nur Meran ein, als neuen Stützpunkt. Und der wird erstmal kleiner aufgebaut werden und aber dann zu einem Mega-Terminal umgebaut. Terrainangleichung nicht möglich. Das ist ein bisschen ärgerlich. Gucken wir mal schnell. Irgendwo muss es gehen. Hier geht's. Dann bauen wir das hier her. Das Gerät. Ja. Und zwar, das ist nämlich hier eine super Sache, weil dann können wir nämlich hier wunderschön an diese Hauptroute gleich dran gehen. Und dann bauen wir jetzt hier nur noch ein kleines Gerät rein. Und so eins. Nicht elektrifiziert. So. Okay, und dann gucken wir uns die Sache hier mal an. Ich möchte hier alles sehen, und zwar vor allem die Meran-Busse. Nach 1 kommt 2 und nach 19 kommt das 20 und dann geht es wieder zu 1. Okay, goodie. Damit ist die Linie auch angebunden und jetzt kommt der nächste Spin, meine Lieben, in grün. Oh, wie schön. Hier oben haben wir die Flieger reinfliegen. Die machen natürlich auch ziemlich viel Blödsinn auf ihrer Flugroute. Wir erhöhen jetzt hier mal die Terminaldichte auf 2 oder 3 an, weiß ich noch nicht. Und werden den Flieger mal hier hin jagen. Und der fliegt nämlich hier eine relativ schöne Geschichte. Macht sogar einen ziemlich geilen Eindruck so. Und das ist jetzt Lampe Meran. So, okay, pass auf, jetzt machen wir Folgendes. Wir werden das gleich starten von hier unten aus. Jetzt muss ich bloß hier mal ganz kurz gucken, dass wir hier auf jeden Fall auf 2 Terminals aufrüsten. Weil ansonsten geht hier die Hölle ab. Das ist ein bisschen zu aufwendig gerade. So, jetzt pass auf. Jetzt machen wir hier ein Flugzeug kaufen. Und zwar, wir kaufen einen kleinen. Nehmen wir den Airbus. In Giftgrün. Kaufen wir 2 Stück davon. Und weisen die auf die Lampe Meran zu. Viel Erfolg, meine Lieben. So. Erstens, ich möchte hier die Flugrouten ein bisschen in sich verdröseln, dass man mit ein paar Umstiegen dann halt bis zum Ende der Karte kommt. Zweitens, Meran ist eine ziemlich geile Route, die ziemlich schlecht ans Netz angeschlossen ist. Wenn man sich das mal anguckt, Meran ist eigentlich im Prinzip nicht existent. Auch eigentlich alles, was da oben ist, nicht so wirklich. Unser letzter Ankerpunkt, den wir haben, ist unsere Stahllinie hier. Und dann geht ja auch nichts drüber. Also rohstofftechnisch. Die kann ja auch gar keinen Anschluss bieten. Wir könnten hier jetzt versuchen, direkt an die Pols weiterzugehen. Und das würde ich ganz gerne auch mal tun. Und zwar mit einer 200er Schiene gehen wir hier jetzt weiter. Wir mauen jetzt nur noch 200er, meine Lieben. Also wenn ihr sagt, boah, Zwerg, also finde ich jetzt nicht so geil. Weil 200er werden ja eigentlich nie gebaut im Schienenverkehr. Zumindest nicht vielleicht auf, keine Ahnung, auf Normalstrecken wird das nie gemacht. Dann würde ich sagen, haben wir ein Problem, weil ich baue jetzt nur noch so. Ich will die allgemeine Geschwindigkeit innerhalb unseres Zugnetzes will ich ein bisschen hochziehen. Und das geht halt dummerweise nur, wenn ich die Schienen jetzt ein bisschen, ich sage jetzt mal, ein bisschen vereinfache. Oder beschleunige eigentlich. Beschleunige trifft es eher. Jetzt warte mal kurz. Da können wir die Gütergeschichte hier machen. So, das bauen wir hier so ein bisschen ran. Und dann kommt das hier so rum. Ich muss aber schauen, dass ich hier vorbeikomme.
So, das machen wir jetzt so, dass wir das hier mit annehmen. Einmal so. 15 Millionen, das ist ein Witz. So. Mit dem Zug bin ich mal gespannt, wenn wir da mitfahren. Da bin ich mal echt gespannt drauf. Hier ist jetzt die große Preisfrage. Jetzt warte mal, wenn wir hier lang gehen, kommen wir halt durch den Pfeiler hier durch. Hier ist halt jetzt die große Preisfrage, ob wir da jemals anständig durchkommen. Wir kommen da anständig durch. Hier könnte man sogar irgendwann mal vielleicht das noch anbinden. Aber dann könnte man halt hier die nächste Stadt nochmal an das Schienennetz anschließen. Das wäre halt super geil, wenn wir hier quasi nochmal einen Hubverteiler hätten, über den dann hier wieder Waren und Güter drauf rumpeln könnten. Hier bauen wir aber nur einen normalen zweigleisigen 400er Hochgeschwindigkeit mit zweitem Straßenanschluss. Und den werden wir dann anschließen irgendwie so rum. Warte mal kurz, den muss ich ein bisschen drehen. Damit er vielleicht so ein bisschen gleich aussieht wie der hier. Oh, vielleicht hier ein bisschen höher. Ja, machen wir den zweiten Straßenanschluss doch vielleicht nicht hin. Gucken wir schnell. So, okay. Und jetzt kommen wir hier mit einer... wir hätten den auch gecurved bauen können, fällt mir gerade so ein. Auf der anderen Seite muss ich sagen, braucht es das eigentlich gar nicht. Weil die meisten Züge schaffen sowieso nicht so schnell. So, und die kommen so rein. Gehen wir hier schön außen rum. Ich bin schon gespannt, wie das alles, was wir jetzt gebaut haben, im Sommer aussieht. Weißt du, im Sommer wird schon cool. So, und weil es jetzt so geil war, werden wir jetzt hier nur eins machen. Wir schließen das mal ganz schnell an die Stadt an. So, und dann bauen wir hier nochmal kurz ein LKW-Terminal an. Und dann gehen wir gleich, wenn wir das noch an... Haben wir hier eigentlich einen Diepold selber? Haben wir da eigentlich einen Verteilknoten? Nee, ne? Diepold selber ist wie, wenn es nicht existent wäre. Wow, das wird interessant. Hier bauen wir einen Verteiler rein. Dann müssten wir eigentlich zwei Verteiler reinbauen, sehe ich gerade. Ah, hier muss auf jeden Fall einer her. Das ist ein bisschen knapp alles, ne? Ich will aber nicht auf die Hauptroute drauf. Hier vielleicht? Ja, hier geht's. Steigung zu groß. So, okay. Dann gehen wir einmal von hier nach hier. Und das ist Waren-Diepholz. Waren-Diepholz. So. Und hier liefern wir tatsächlich gar nichts an, außer hier. Das sind ist die Werkzeuggeschichte. Und da liefern wir von hier aus... hier rüber. Und das ist die Werkzeug Diepholz. So, da haben wir nämlich den Ansatz schon mal, den wir verfolgen. Da könnten wir jetzt natürlich jetzt schnell mal zwei Buslinien draufsetzen. Einfach damit das schon mal läuft. Weil dann können wir nämlich in aller Ruhe und Gemütlichkeit weitergehen. Haben wir einmal hier dunkelblau, das hier. Und das ist jetzt die Werkzeug, Diepholz. Und dann haben wir hier die, vielleicht die da in dem hellen Blau. Und das ist jetzt die Diepholz. Passt. Okay, damit läuft die Geschichte nämlich schon mal relativ reibungslos. Und jetzt gehen wir hier mit raus. Und hier müssen wir uns überlegen, hier müssten wir eigentlich hier an dieses Hauptnetz müssten wir eigentlich anschließen. Zumindest vom Mitfahren her. Wir nutzen einfach alle bestehenden Linienkonzepte und gehen hier mit ran.
und fahren mit der Spur hier quasi einfach nur mit. Wir sind sozusagen Trittbrettfahrer. Da wird es jetzt allerdings hier ziemlich spannend werden, ob wir das so hinbekommen. Schaut aber gut aus, auf der Seite zumindest. So. Bis hier zumindest. Dann machen wir das jetzt mal so, schließen wir das jetzt mal an. Und dann reißen wir kurz unten die Straße weg und bauen die halt einfach unten nochmal drunter. Okay. Und weiter geht's. Ja, wenn die Brücken geiler wären, wäre das richtig cool. Na, komm. Du willst es doch auch. So. Ja, das ist ein Straßenproblem. So. Jetzt nochmal auf ein neues. Schwupp. Bupp. So. Natürlich gibt es hier Leute, die können über Wasser gehen. Da bin ich mir auch wahnsinnig sicher, dass das so ist. Ja. Mich würde sogar wundern, wenn es nicht so wäre, wenn es nicht irgendeinen Crack hier gäbe, der sagt, nur, das ist jetzt aber, das hast du jetzt aber blöd gelöst, Zwergi. Ich hätte da mindestens 500 Brückenteile drüber gekriegt, ohne auch nur einmal mit der Wimper zu zucken. Wundert mich nicht. Gibt's immer. Irgendeinen gibt's immer, der schafft das, ohne dass es Probleme macht. Bei mir nicht. Bei mir klappt das nicht. Sorry. es ist einfach so. Ich weiß nicht, ob ich das falsch mache, ob ich das vielleicht anders machen müsste. Ich, keine Ahnung. Ich will da aber auch gar nicht so wirklich mich damit beschäftigen weiterhin, weil, das ist jetzt, ich finde es eine ganz geile Sache eigentlich, aber, oh, Kollision, warte mal, dann machen wir das mit der anderen Spur. In der Hoffnung, dass wir es dann trotzdem mitbekommen. Warte. So, jetzt geht's. Okay. Und jetzt gehen wir hier drauf. Und sagen hier. Und dann sagen wir dip, 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 dip. Hier. Und dann sagen wir nochmal bup, bup, bup. Hier. Auf allen Spuren. So. Und dann haben wir hier nochmal einen Durchgang und dann gehen wir hier nochmal her. Und auf der Spur müssen wir auf jeden Fall aufrüsten, weil die braucht auf jeden Fall definitiv mindestens 3 neue Wägen auf die Länge. Sonst packt die das nicht vom Takt her, weil die säuft uns jetzt takttechnisch komplett ab. So. Okay, aber da sind wir ja immer noch nicht am Ende. Am Ende der Fahnenstange. Ich weiß gar nicht, das können wir jetzt nicht anschließen, ne? Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Hier müssen wir ziemlich nah rangehen, weil sonst können wir da nichts mehr hinbauen. Okay, so. Und jetzt müssen wir hier ein Fahrzeugterminal reinbauen. Okay, jetzt gehen wir her und sagen, pass auf, du bist verbunden mit dem Stadtterminal hier unten drin, das wir noch nicht mal gebaut haben. So schnell sind wir unterwegs. Gut, mal abgesehen davon, dass diese Stadt eigentlich noch gar nicht für irgendwas konzipiert war, was irgendwie mit Güterverkehr oder sowas in die Richtung zu tun hatte. Dann machen wir das jetzt mal folgendermaßen. Ich hoffe, ich krieg's rein. Das war ein bisschen sportlich reingezogen. Nee, natürlich nicht. Aber egal. So, machen wir das mal so. Dann gehen wir von hier nach hier und dann sagen wir daraus, das wird Waren Merane. So. Wie mehrere dich, nur mit Ahne. Hä? Zwerg, was sagst du denn da? Das gibt so gar keinen Sinn. So. Waren Merane. Zack.
Schaut gut aus, oder? Wow, sind die stark. Huiuiui. Okay, jetzt gehen wir noch mit einer Kleinigkeit her. Und zwar, wir verbinden einfach nur noch dieses Terminal mit weiteren Anschlüssen. Und das ist in dem Fall die telgte Schwertelinie. Die kommt hier auf die 3 drauf. Und geht dann halt einfach von dort aus weiter. Einmal bis hier. Und einmal dann bis hier ganz hoch. Zack. Und dann beim Rückweg nimmt sie natürlich wieder so Kleinigkeiten mit auf, wenn sie entladen ist. Da könnte man nämlich auch neue Sachen noch drauflegen. So, und dann geht es auf die 7. Dann geht sie hier die lange Geschichte lang und kommt dann hier unten am Ende des Tages rein. Und da werden wir jetzt nochmal ganz kurz hergehen, und aber das machen wir in der nächsten Folge. Dann wollte ich nämlich jetzt einfach nochmal ganz viele neue Züge draufklatschen und dann wollte ich mal gucken, ob wir hier vielleicht so ein paar Kleinigkeiten noch anschließen werden. Einfach um nochmal hier ein bisschen hoch zu gieren. Hier wird im Übrigen auch ganz schön angebunden. Hier kommen auch Sachen an, das hoffe ich, wird sich jetzt durch den Zuganschluss definitiv verbessern. Hier sind nämlich wahnsinnig viele Leute, warum... Was ist, warte mal, ganz kurz, was ist hier los? Die machen minus B bescheuert. Kein Weg elektrisch, das ist okay. Das will ich nochmal ganz kurz rausfinden, der schaut gut aus. Ich glaube, der ist auch richtig. Und der hier? Ist auch richtig. Die müssen wir in der nächsten Folge mal anschauen. Ich glaube, hier haben wir ein ganz klitzekleines Problemchen am Input. Irgendwas funktioniert hier gerade nicht. Wir finden aber noch raus, was. Bis zum nächsten Mal. Euer Zwerg auf ZwergTube. Tschüss.